Beethoven war für mich früher eine historische Person, eine Bekanntheit, die es geschafft hat, geniale Musik für Hörende zu machen. Für ein hörendes Publikum eben. Ein hörendes Publikum, das seine Taubheit als defizitär wahrgenommen hat. Trotz seiner Taubheit konnte er komponieren. Deswegen habe ich mich nicht für ihn interessiert früher. Aber seitdem ich in diesem Projekt die Chance hatte, mich näher mit ihm zu beschäftigen, sehe ich das anders. Wir als Gehörlose sehen das anders. Wir sehen Gehörlosigkeit als Potenzial. In jedem gehörlosen Kind kann ein Beethoven stecken. Wir als Gehörlose wissen, dass wir ohne akustischen Input Musik wahrnehmen können, aus uns heraus. Und ich glaube, das wusste Beethoven auch. Wir können diese innere Musik nach außen tragen, als Kunst in verschiedenen Formen. Und das kann man auch als Deaf Game beschreiben. Ich will jetzt noch was nachsetzen. Durch meine Arbeit mit Beethoven, durch meine Forschung an ihm, ist eine Art Beziehung entstanden zwischen ihm und mir. Ich würde jetzt sagen, ich kann ihn besser verstehen. Wenn er noch leben würde, würde ich ihm sagen, du bist taub, ach, ist nicht so schlimm. Da gibt es Wege und Möglichkeiten.